Und wir machen weiter mit Abelmir. Oben? Ja, ich drehe erstmal, um wieder in die Rechte zu kommen. Ist mir Gut aus. gelungen. Wieder zwei Punkte. Drehe um und fliege, ich weiß nicht, die Geschwindigkeit größer, länger, weit, wie weit in die Richtung wo. Ja, ich glaube, Herolfur hat eine Geschwindigkeit von auch so 18. Er ist ziemlich fix. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken, ist glaube ich nicht so wichtig. Genau, der Ehalk wird selber eine kleine Runde fliegen und dann versuchen, wieder gegen Abelmir, gegen Jarlan zu hetzen. Vielleicht kann man den dann irgendwie von hinten erwischen, aber wenn er jetzt eine Runde dreht, sozusagen, ist den von hinten so erwischen, irgendwie, keine Ahnung. Dämonen haben sowieso keine hinten oder vorne. Die haben eine Dann Astralsicht und da musst du einfach nur. erwische ich ihn hier, erwische ich ihn hier. Mein Flammenschwert zu ent, also mit Waffen wegzustecken, dauert eine Sekunde, eine Aktion. Und das Flammenschwert zu aktivieren, ebenfalls nochmal eine Aktion, richtig? Wenn du schnell ziehen hast, sollte das drin Nein. sein. Nein, hast du nicht. Was ist denn dein Flammenschwert? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Das ist dein Stab, korrekt? Richtig. Okay. Dauert Dann eine Aktion wieder. bist du nicht mehr angebunden. Ach, du hast recht. Ja, nee, das Quatsch. Nee, dann vergiss es. Ist ja da ganz dran gedacht. Vergiss es. Ich schlage weiter nach dem blöden Erhalten mit dem Säbel. Zwei Punkte. Ja. AT, PA. Einen auf Attacke, einen auf Attacke und einen auf TP. Dann im Kampf. Erstmal die Attacke. Das sieht gut aus. Und ein auf Trefferpunkte. Das sind diesmal Kommst du sogar 10. durch? Das ist 10 magischer Schaden, ne? Ja, müssen ganz normal Säbel, also resistent hat wahrscheinlich. Also halbierter Schaden, vermutlich. Ach Also so. kein magischer Schaden in seiner Aussage. Kein Genau. magischer Schaden, dann wird es erst halbiert, weil das Ding dämonisch ist. Und also, du hast keine Geweihte-Waffe. Sie ist Boron geweiht. Ach, sie ist doch Boron geweiht. Sag das doch. So, Wir dann ist hatten es die. nämlich doch geweihter Schaden, aber er wird nicht verdoppelt, dann ist es nämlich 1 zu 1. Wir ziehen 5 Punkte Rüstung ab, wir können dem Ehehalken einfach mal, nachdem ich, das habe ich eben gerade vergessen, eine Regeneration würfel. 4 Punkte kriegt er zurück. Und wir ziehen ihm 5 Punkte ab von dem Schaden von Abelmir. Sprich, er kriegt minus 1. Dann ziehe ich mit dem Ehehalken mal vor Jarlan. Würfel wieder meine Fliegenprobe. Da haben wir Diesmal uns die tue ich Hilfe. mir mit meine Fliegenwerte dann auch als Beschwernis rein. Ja, da behalte ich alle Punkte übrig. 18 Stück. Mir fehlen 4. Mir fehlen 4. Gut. Die nehme ich allesamt auf Parade. Dir fehlen 4. Achso, genau, du hast ja schon die minus 1 plus 3. Genau, das wollte ich mich gerade sagen. Alle auf Parade oder was hast du gesagt? Jupp, yep, alle auf Parade. Ich behalte meinen Angriff auf Maximalwert. Gut, dann ich glaube, ich fange erstmal mit ganz normalem Schnabelschaden an. Ich tue mir das einfach alles auf die Attacke. Und das ist nicht der Ehehalkengardist, sondern der richtige Ehehalk. Einmal Schnabel, Und halte ich ihn wohl mal einmal gegen. Krallen. Oh, ist der Schnabel ein Crit? Oh, ist der bestätigt? Die Krallen sind auch ein Crit. Die Krallen halte ich dann gleich gegen. Krallen und Schnabel sind beide gekrittet. Die sind allesamt, Kritischer die sind alle drei Erfolg. gekrittet, sehe ich gerade. 1-1. Ich habe bestätigt mit einer 1. Und du hast deinen Gegner halt nicht geschafft mit 19, also nicht gut genug. Nicht gut genug, nee. Also nicht genug, um den Crit abzuwenden. Oh, der tritt in die Fresse. Jetzt gibt's in die Fresse. Das ist der Schnabelschaden, sind 26. Kannst deine Rüstung abziehen. Ja, Zone. Er würfelt selber aus. Also, du kannst ja nicht. Das wird mich jetzt umhauen. Kopf. Oh, so. Och, Gott Torso. sei Dank, dann sind es nur 13. Aber es sind so viel Blutungsschaden pro Runde. So, warte mal. Ach, richtig. Jetzt könnten wir mal in die Spezialregeln von der. Besondere Regeln. Astralsinn, Geisterpanzer, Immunität. Hatte sowas wie Verbeißen? Nee. Oh fuck, der hat. Oh fuck, der hat gezielten Angriff. Hat er? 1W20 plus 10 TP. Ist das so? Ja, Ja, das du so. kommst dann mit der Feuerglut in Verbindung. Gezielter Angriff, Berührung mit der Glut. 1W20 plus 10 TP mit Sekundärschaden Feuer. Autsch. Ripp ja dann. Ich glaube, ich kann mich auch zur Ruhe setzen. So, das ist dann nur 3, 10.
Zone? Achso, muss ich selber kannst machen. Du selber, also eigentlich auch wieder Brust, aber ich bin mal so spendabel und geb dir... Ja, Brust, das ist gut, da kommt nichts durch. Dein Rüstungsschutz sinkt dort aber permanent um 1 und... Ist das? Warte kurz. Ja, aber die Rüstung ist unzerstörbar, da geweint. Das ist aber jetzt hier kein physikalischer Schaden, der ist nur gegen Schaden. Stimmt, aber das ist ein Dämon, das heißt, ich habe 2 Punkte Rüstung mehr. Ja. Interessant, jetzt kommt aber nochmal... Trotzdem sinkt dein Rüstungsschutz um 1 dort. Ja, jetzt kommt nochmal... Den Schnabel habe ich eben ausgewirbelt, jetzt kommt nochmal die Krallen. Hast du eine Wunde bekommen? Durch den Crit vom Schaden? Lass mich kurz gucken, wie viel Schaden war das? Warte, 13... 26. Ja, 26. Ziehen wir 13 plus 2 Punkte Rüstung ab, 15 dann sind wir. Dann kriegst du eine zusätzliche Wunde durch den Crit und du musst 2x6 Blutungsschaden. Ja, lass mich kurz durch den... genau, weil Brustwunde. 13 nur 9, fuck. Dann genau. Ist das eine Runde. Eine und Brustwunde. Fangen wir erstmal mit der ersten Selbstbeherrschungsprobe an. Würfen wir erstmal Schaden. Ja? Würfen erst den Schaden aus. Richtig, denn jetzt bin ich unter 0. Du bist unter 0? Ich bin bei minus 1. Du kriegst noch 1W6, du kriegst 2W6 Blutungsschaden. Ja, richtig, den würfeln wir jetzt. Aber jetzt können wir uns die Selbstbeherrschung schon mal sparen. Du kriegst auch noch eine verdoppelte... Ja, der kriegt ja eine Kralle ab. Du kriegst noch eine verdoppelte Kralle ab. Aber die macht keinen Schaden. Sind nochmal 10 in beliebige Zone. Ist egal, also ne? Beliebige Zone, nee, könnte einer durchkommen. Doch, auch gekrittet. Ja, aber 5x2 sind trotzdem nur 10. Hat er richtig Glück gehabt. Ja, richtig. Also... Also ich bin jetzt bei minus 7. Ich bräuchte einen Heiltrank. Aber du lebst. Aber ich lebe, ja. Ich werde auch noch... Ich und du bist rauswerfen. Bewusstlos. Ja, klar. Das heißt, es gibt einen Ruck durch... sowohl Jedef als auch Isarun und du merkst, wie du in Schieflage gerätst. Isarun. Deine 15. Ja, ich hatte mich gerade auf den Angriff vorbereitet und dann gibt es diesen komischen Ruck und ich schaue mich mal um, wo der denn herkommt und sehe dann Yalan, wie er in den Seilen hängt. Ja, da ich noch Heiltränke habe, würde ich dann jetzt direkt einen aus meiner Gürteltasche kramen. Wie lange das auch immer braucht. Wie ist das eigentlich? Jahrlang liegt dann quasi wie so ein Brett in der Luft, oder? Er sinkt jetzt langsam runter und also Jellif versucht ihn mit einer Hand, ein alter Mann, der ihn jetzt mit einer Hand versucht hochzuhalten und ihr sinkt jetzt langsam runter. Also als ob ihr in Treibsand versinken würdet, sinkt ihr jetzt. Ja... habe ich den Eindruck, dass es irgendeinen Unterschied machen würde, wenn ich versuchen würde, ihn zu halten? Also würden wir dann nicht mehr sinken? Dann würdet ihr nicht mehr sinken, aber dann darfst du auch gerne mit zwei Händen greifen und dann würdet ihr zumindest auf der Höhe bleiben. Oder vielleicht mit einer Körperkraftprobe kannst du auch nur eine Hand benutzen. Ja, probieren wir mal mit Körperkraft. Kannst du zumindest Jala mit einer Hand festhalten und in der anderen möchtest du suchen? Genau, ich habe ja meine Gürteltaschen mit allerlei Alchemika und Zeug und da habe ich jetzt noch einen Heiltrank Qualität D. Einen? Unter anderem einen. Gut. Frage, möchtest du 6 Aktionen benutzen, um ihn rauszuziehen oder mit einer Fingerfertigkeitsprobe ihn mit 3 Aktionen ziehen? Ich gehe auf Nummer sicher. Meine Fingerfertigkeit ist nicht so super. Wenn der jetzt aus der Finger rutscht, dann ist Feierabend. Aber du bist alleine im Kampf. Ja, ich fürchte auch. Wir gucken uns erstmal Rafim an. Ja, ihr seid noch ganz gemütlich. Oben auf dem Ballon. Immer ein bisschen weiter über dir. Der ist so einen Meter über dir gerade sanft gelandet und ihr könnt euch angucken. Ich nicke ihm zu. Los, runter mit dir. Ich komme. Los, runter mit dir, ich komme. Ja, meine Aktion ist damit weg, mein Ja. Ich hänge jetzt an der Seite, stehe ich noch oben drauf? Wie kann ich das vorstellen? Du stehst an der Seite, hast dich links und rechts in, also so Abspannseil hast dich dann gekrallt, also wie gesagt, so ein Klettermanöver und hängst jetzt wie in einem Segel, auf einem Segelschiff, hängst du jetzt in diesem Ballon. Du könntest dich jetzt auf so runtergleiten lassen, indem du dir einfach langsam deinen Griff lockerst und könntest dann diesen Ballon runterrutschen. Damit schneidest du ihn nicht auf, also die können noch weiterfliegen, aber also, Ömer will zumindest jetzt runterkommen. Könnte ich mir vorstellen, wenn ich auf den Ballon oben klettere, ich schneide ein großes Loch in den Ballon und der Ballon geht auf die, sage ich mal, Feinde hernieder, wir stürzen ganz dramatisch ab, dass das klappen könnte?
Also klar, wenn du den Ballon aufschneidest, dann werden sie sicherlich irgendwie. Vielleicht solltest du noch sowas wie ein Seitensegel vielleicht auch mal beschädigen, sonst gleiten sie runter. Aber Ballon aufschneiden und so ein Seitensegel, dann werden sie auf alle Fälle. Top. Ich kletter da oben drauf und mache da mit meiner Bohrensichel das größtmögliche Loch rein, das ich da reinkriege. Ja, gestatte ich dir jetzt in diesen beiden Aktionen, also Bohrensichel rausholen und dann großen Schnitt, da musst du nichts würfeln. Die Schützen können noch nichts tun. Die sehen jetzt gerade, dass der Ballon abstürzt. Ömer, du wolltest freie Aktionen, sind weg. Du kannst noch zwei richtige Aktionen. Achso, ja, Ömer bleibt da oben drauf stehen, geht ein bisschen weiter in die Hocke. Hält sich mit einer Hand am Ballon feste und weil er jetzt sieht, was Raffin da macht, fängt er an mit einer Aktion den Säbel an wegzustecken wieder und muss es noch mit der zweiten Aktion in der nächsten Runde beenden. Gut. Nächste Kampfrunde. Abelmir. Ja, ich bin auf meinem schwebenden Teppich hoffentlich schneller als der Irrhalken. Und versuche ihn von Jarlan so ein bisschen wegzuziehen, so einen kleinen Kreis zu ziehen. Da. Ja, da. Ich guck gerade mal, ob die Geschwindigkeit von Herold Fuhr hier angegeben ist. Und des Weiteren würde ich in dieser Zeit einen Guardiano wirken. Verkürzte Zauberdauer, Schild gegen Dämonen. Da will ich auf alle Fälle mal eine Fliegen. Also erstmal will ich eine Fliegenprobe von dir haben, damit du. Also du warst sonst vorher noch nie auf so einem... Diesmal misslungen. Um einen Punkt. Dann bist du nicht schnell genug und er kann dich einholen. Wenn du das willst, du könntest jetzt die Aufmerksamkeit auf dich ziehen mit sowas wie einer Provokation. Willst du das tun? Wirf mal eine Karte. Nein. Nein, willst du nicht. Dann fliegt er dir auch nicht daher. Dann hast du genug Zeit. Dann würde ich, wie gesagt, verkürzt Zauberdauer eine Aktion in Guardiano wirken. Ja. Guardiano im Zauberschild. Macht die Zauberei gar mild. Das ist eine plus 6 Probe. Jetzt picken wir Isarun mal den Schild weg. Wie viele Schildpunkte hast du noch? 30. 30, gut. Stoßflugangriff gegen dich, während du Jarlan versuchst zu verarzten. Guardianum ist gelungen. So, ein Schnabel und zwei Krallen. Schnabel ist aus irgendwelchen Gründen nicht gelungen. Ich werde einfach mal ignorieren, dass du gerade nicht im Kampf bist und da irgendwie unfähig. Ich werde dich trotzdem mal mit einer ganz normalen 16er Probe abhandeln, aber zweimal Krallen. 1, 11 Schaden weg und nochmal 11 Schaden weg. Dann bleiben dir noch 26. Ah, schade. Na gut. So schnell geht das alles nicht. Ja, der Irrhalk kratzt und schabt am Schild. Landet so ein bisschen auf der Guardianum-Kugel und beißt sich da so ein bisschen fest, während ihr weiter runtertrudelt, runterschwebt. Beziehungsweise durch dich, dass du ihn da jetzt hältst, in der Luft stehend, gemeinsam mit dem alten Mann Jelef Ibn Yasafar, rutscht dir nicht weiter ab, aber das ist ein bedrohliches Gefühl. Du kannst dir das offene Federkleid ansehen, die Höllenglut, die dich verzehren will und den widerwärtigen Schrei vom Maskverrat. Damit bin ich durch. Isarun dürfte noch... Ja, du bist noch weiter dabei. Ja, genau. Trank ziehen. Genau. Jarlan ist quasi tot aus dem Kampf. Ich nehme dich mal runter. Auf ihn. Wenn ich runternimmst, wirkt das so offiziell, als wäre ich schon tot. Wie schnell entleert sich dieser Ballon mit nach meinem Schnitt? Also habe ich das Gefühl, das ist jetzt eine Sache von Minuten, von Sekunden? Unaufhaltsam, du würdest schätzen, in 10 Kampfrunden könnte er leer sein. Ja, das ist vor allem, weil er auch weiter aufreißt. Ja, ist mir ein bisschen lange. Ich verlängere noch ein bisschen für eine Aktion meinen Schnitt, dass ich ungefähr hier stehe. Bei einer Aktion? Und dann greife ich mir irgendein Seil oder was auch immer. Ich meine, da wird hier ordentlich Tagelage sein. Ja. Und möchte mich festhalten, während der Ballon auf die Schützen unter uns herniedergeht, weil ich nehme an, dass der nach unten fällt. Ja, schauen wir mal, was mit dem Ballon passiert. Zumindest wirst du auch abrutschen, also runtersacken, genau, langsam, aber stetig. Und vielleicht begräbt der Ballon dann auch die Schützen unter sich, vielleicht auch nicht, werden wir gucken. Möchtest du dich festbinden oder nur festhalten? Ich halte mich erstmal fest, ich nehme nicht an, dass es so stürmisch erstmal wird. Immer.
Ja, eine Aktion Säbel wegpacken, damit man beide Hände wieder frei hat, beenden. Mit der zweiten Aktion sozusagen sich die aufheben, nein, nicht aufheben. Die wird man sozusagen in die Hocke gehen und sozusagen, also man ist ja schon in der Hocke, man wird sich sozusagen auch irgendwie so ein Seil greifen, was man festhält, damit man, wenn jetzt hier auf einmal das ganze Ding irgendwie Schräglage bekommt, weil der Ballon unaufhaltsam sich irgendwie bewegt, ja. Und Dings hat, wie hoch ist dieser Ballon eigentlich über dem Teil, der hier zu sehen ist, also über diesen Teil, wo die draufstehen könnten? Wie viele Meter werden das werden? Wahrscheinlich so 3 Meter über den. Also ungefähr. Ja gut, dann würde ich einfach nur die Mitte des Ballons hier gehen, sozusagen, und dann mir das Seil greifen. Gut. Also sozusagen, dass ich mittig stehe, in der Hocke bin und dann einfach mir denke, ja, ist okay, jetzt müsste ich von außen nicht gesehen werden können. Aufs Tor. Das ist ja physikalisch gesehen völlig unmöglich, wenn ich in die Hocke gehe bei 3 Meter Höhe. Wie schmal muss dieser Ballon sein, dass ich mich sehen kann? Ja. Also klar, wenn solange der noch runtersinkt, ist das, wirst du dann noch eine Deckung haben. Wenn du dann ganz abgesunken bist, dann ist das nochmal eine ganz andere Sache. Das stimmt. Gucken wir uns später an. Wir machen weiter. Nächste Kampfrunde 15. Aber mir. Ich würde dann wieder zurückfliegen Richtung Erhalken. Sturzflug nach unten. Ja, fliegen. Nennen wir es Fliegen. Ist diesmal gelungen. Und eine Attacke auf ihn starten. Ich setze mich auf einen Trefferpunkt mehr. Also ganz normale Attacke. Die ist mir gelungen. Und ich krieg einen Trefferpunkt mehr. Ja. Lass ihn diesmal nur 5 Flip hängen. Ja, bleibt also in der Rüstung hängen. Die Regeneration hatte ich nochmal ausgewürfelt, dann sind wir bei 33 aktuell. Dieser Rune ist immer noch beim Entkorken. Ich weiß nicht genau, ich glaube es waren Aktionen oder Kampfrunden? Ich glaube es waren 6 Aktionen. 6 Aktionen, also 3 Kampfrunden. Genau, also dann bist du jetzt danach fertig und hast ihn aus der Tasche geholt. Ja, du bist durch, dann kommt der Ehrhalk wieder. Kralle, Nabel. Das ist einmal hier und einmal da. Zum Glück hast du nicht Schnabel, Kralle gemacht, sonst wäre der Schnabel wieder nicht gelungen. So, das ist einmal eine 10 Schaden auf dein Schild. Einmal 12. Alles klar, sind wir bei 22. 22 Trefferpunkte dämonisch. Ärgerlich. Auch mehr Irrhalken. Affin. Lass mal den Tempel im Dorf. Ich sinke ab. Ja. Ist diese Position, ist mir das klar? Sehe ich das, dass sie das tut? Also ich habe sie jetzt bewegt. Euch wird das klar sein. Die wissen auch, dass ihr irgendwo auf diesem Ballon sein müsst. Die werden sich gleich weiter bewegen und könnten dann irgendwann auf alle Fälle schießen, ja. Okay. Sind die Hexen, sind die noch in meiner Sichtreichweite? Wie weit von uns weg sind die? Die fliegen und kreisen in der Entfernung, damit sie nicht abgeschossen werden. Und wenn du sie rufen willst, dann. Ja, dann ruf sie. Vielleicht kommen sie ja. Vielleicht springst du dann ja todesmutig auf den Zaun wieder zurück. Weil landen werden sie so erstmal nicht. Zumindest nicht, wenn die Schützen noch leben. Den Gefallen okay. Werden sie dir nicht tun. Wie hat Irma mir den Fallschirm erklärt? Weiß ich, wie das funktioniert? Lasche ziehen und dann hoffentlich geht das auf. Okay, perfekt. Also im freien Fall die Lasche ziehen erst. Genau, okay, also wenn du runterspringst. Dann ist mein Manöver jetzt, ich möchte mich hier hinstellen, hier runterspringen, diese Seile durchtrennen, beim Fallen und dann die Lasche ziehen und hoffen, dass ich nicht draufgehe. Also ein Sprungangriff auf diese Seile hier, weil ich nehme an, dass dann der Flügel abstürzen wird und dann ziehe ich die Lasche und hoffe, dass ich nicht sterbe. Ja, es ist eine gute Einschätzung von dir. Würfel mal eine Athletikprobe plus 5. Oh, verdammt. Zählt Sprint? Nee, zählt nicht. Schade. Weil du aus dem Stand gesprungen bist. Warte mal, da muss ich mal meinen Schicksalspunkt für das Neuwürfeln einsetzen. Eine zweite Chance kriegst du nicht. Aber nur die 19, oder? Ja, für die 19, klar. Warte mal. Das reicht. Das reicht.
Ein Punkt über, dann darfst du jetzt eine Attacke führen. Baden musst du nicht würfeln, aber eine Attacke werde ich weniger. Attacke plus 5. Ja. Ja, wow. Das ist jetzt kein Problem. Ich wollte gerade sagen, deine Werte sind über 20. Ja, du springst, schneidest das Seil und fällst. Ja, laschet sich. Und offen. Ja, die Schützen stehen da noch weiter. Er geht nach hier, er geht nach hier. Er sendet sogar noch irgendwie sowas wie ein Pfeil ihm hinterher, aber da kann man das, glaube ich, auch knicken. So, der wird wohl nicht treffen, nicht bei der Geschwindigkeit, die Rafim jetzt gerade drauf hat. Immer, du kannst sehen, wie Rafim gesprungen ist, sonst passiert nichts. Ja, immer hat das vereinbarte Attackzeichen Aufspringen, was er zu den Hexen macht, will er jetzt machen. In der Hoffnung, dass es ankommt. Dass sie sozusagen irgendwie in die Nähe kommen sollen, dass er aufspringen kann. Ja, gib mir mal eine Attackprobe. Plus 3. Es geht gar nicht so darum, dass die Hexen das verstehen, sondern dass sie es sehen. Dass du dich da aufmerksam machst. Gut, dass ich gut auf bin. Junge. Gut, dann sind die Hexen in zwei Kampfrunden sind sie bei dir. Und werden explizit nicht landen, sondern unter dem Gefährt hindurchfliegen. Und du kannst dann versuchen, mal bei der Geschwindigkeit dann auf diesen Zaun zu springen. Ja, darauf achtet immer. Ja. Wird wohl keine Rechenprobe sein, sondern eher sowas wie eine Orientierungsprobe. Wir machen weiter mit der nächsten Kampfrunde. Abelmir. Ja, ich drehe wieder eine Runde, um einen weiteren Angriff zu starten. Ja. Und diesmal ist es mir wieder misslungen. Dann darfst du einen Punkt abziehen. Ich mache einen Punkt auf Attacke abziehen. Wieso nicht auf Parade? Er greift dich doch sowieso gerade nicht an. Ach stimmt, du hast recht, das ist Quatsch, ja. Also normale Attacke. Nicht gelungen. Aber da wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Nein, doch. 9, immerhin. 9, ja. Schon wieder den Würfel vergessen. Er ist aktuell bei 36. Ich gebe gerade nochmal den Regenerationswürfel rein. 36 und du machst eben 3? 4 Schaden. 36, 2 dazu, dann sind wir bei 38. Aber bitte in Rot eintragen, 38. Isarun kann eine Aktion benutzen, um Yalan wieder den Trank einzuflößen. Eine Aktion hast du, Isarun, noch? Genau, das möchte ich dann auch machen und kipp den Trank, seinen Schlund hinunter. Ja. Eine Aktion. 6. Plus 6, 23. Hast du, wie viel Lebenspunkte hast du verloren, während du ausblutest? Man verliert während dem Ausbluten keine Lebenspunkte mehr. Also da zählt einfach nur der Counter runter, wie viel K.O. du hast. Richtig, und ab da bist du dann. So, hätte sein können, dass du weiter Lebenspunkte verlierst. 23 minus 7 sind 16. Au! Noch am Leben! Diese Runde, nächste Aktion. 3, 2, 1. Achso, habe ich noch eine, okay. Das war's. Guckst Yalan zu, wie er gerade gesundet, klopfst ihn noch ein bisschen auf die roten Wangen. Du hast ihn gerettet. Ihr Halke ist dran. Ihr Halke, Schnabel krallen. Schnabel krallen. 1, 2, 3. 11, 11, 9. Ja, sind 6 Schildpunkte runter, sind wir bei 16. Gut. Gerade. Jalke ist durch. Rafim. Du ziehst? Ich ziehe. Mhm. Ja, irgendwas öffnet sich über dir. Du kannst spüren, wie wohl sich da was ausbreitet. Und du fällst weiter. Langsamer? Oder? Ja, du guckst nach oben und spürst wohl, wie irgendwas über dir reißt. Kaputt reißt? Kaputt reißt, ja, kaputt reißt. Also habe ich nicht das Gefühl, dass ich langsamer werde. Nein. Dann schreie ich zu Stein. Ich gestehe euch, dir zu, dass du außer Hörreichweite der anderen bist und du fällst wie ein Stein zu Boden. Damit bist du raus. Oh.
Gut. Die Schützen versuchen immer noch auf Ömer zu zählen. Ömer. Ist da abgehockt auf dem Ballon und hält mir nach oben Ausschau, weil er ja gucken muss, wann die Hexen in Richtung mit anfliegen, weil er sie nicht mehr sehen kann, wenn sie zu tief sind, und dann abschätzen muss, wann er abspringen muss, um auf dem Zaun zu landen und nicht irgendwie daneben. Ja, du bist ja aktuell immer noch in so einer Delle vom Ballon, der jetzt weiter und weiter Richtung Boden sinkt. Du hast wahrscheinlich noch einen Meter über dem Boden, so deine Einschätzung, aber dadurch, dass dich der Ballon einfach verdeckt von beiden Seiten, weißt du selber nicht, wann die Hexen da sind und auch wohin du springen musst. Du musst dich irgendwie neu positionieren. Ach, die Hexen kommen von sehr weit unten an jetzt, oder was? Genau, die fliegen hier irgendwie unterhalb des Ballons und du musst dann hier rüber. Ja, oder rechts hier ein bisschen rüber. Über den Rand, in der Hoffnung, dass man sozusagen dann eher was sieht. Gut, rechts rüber den Rand. Versteckenprobe. Plus 5. Ja, genau. Wollen wir mal gucken, dass jetzt irgendwie... Versteckenprobe. Wie das so klappt. Gegen die Sinnenschärfe erhalten. Das hat der eine. Oh, der hat keine. 2W20. Ich gebe immer 2 ASP aus, um meinen Werte zu verbessern. Mir ist das immer zu riskant. Oh ja, 11 Punkte übrig, trotzdem plus 5. Ja. Ja, dann werden sie dich da wohl nicht so sehen. Wir diskutieren da gerade, deuten in deine Richtung. Ist er das? Ich weiß es nicht. Der Flügel ist noch nicht zerstört. Also, du siehst, wie da jetzt zwei, drei Seile runterhängen, aber der Flügel ist immer noch intakt. Gut, dann bist du in Position. Aber mit dem abstürzenden Ballon und dem Flügel, der hier destabilisiert ist, weil diese beiden Bänder durchgehackt wurden, müsste das schon sein, was man nicht im Flug mehr reparieren kann. Das heißt, sie muss landen wohl. Ja, genau. Gleiten jetzt langsam runter, aber die werden irgendwann... Sie stürzen nicht ab, genau. Genau, sie stürzen nicht ab, aber genau. 15, Abelmir. Wieder eine... Erneuter Angriff. Es ist wieder einmal misslungen. Da mich Parade abziehen. Genau. Wieder eine Attacke. Ist gelungen. 2 Punkte dazu, dann bin ich bei 41. Du bekommst dann einen. Dann machst du einen Schaden. Genau. Dann bin ich wieder. 40. Gut, dann klaue ich einmal nach dir, Abelmir. Mhm. Einmal klauen und einmal nochmal klauen und dann den Schnabel auf ihn hauen. Zumindest kriege ich das mit den Krallen einmal hin. Gelungen, ja. 9 Punkte auf dich. Ich habe den Guardiano. Der fängt, ja, der Schildschlag von 13 jetzt übrig noch. Ach, du hast auch ein Guardianum. Ja. Da musst du natürlich auch aufpassen, dass du da mit deinem kurzen Säbel, ne? Aber ja, lass ich mal gelten. Dann krallt er sich in dein Schild. Gut, Iserum, 15. Ja, ich schau mal, ob Jalan Hilfe beim Aufstehen braucht. Wenn er das braucht, dann helfe ich ihm noch. Und ansonsten... Bitte? Der rappelt sich diese Runde ganz gemächlich in 2 Aktionen auf. Gut, in dem Fall würde ich uns einfach nur ein bisschen näher an den Irrhalb ranbringen. Ja, da steht immer noch oben auf deiner Kugel drauf. Und während er auf der Kugel drauf steht, hackt er nach Abelmir. Na gut, dann muss ich mich ein bisschen lang machen und mit meinem Stab nach ihm hauen. So, ich hatte gesagt, plus 3 auf Attacke. Dann würde ich den jetzt mal hauen.